Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 3 Nemesis hier auf The Nerd on Bay of Life mit mir, dem Dre. Und wieso ist das jetzt auch immer so krass laut? Ist immer wieder überraschend, wie sich das auf einmal ändert. Na gut, ich habe auch nebenbei noch den Stream vom Digi am Laufen, beziehungsweise geguckt gerade eben noch. Und außerdem auch noch den Stream vom Herzschlag der Nacht. Ja, ich gucke zwei Streams gleichzeitig und nehme nebenbei auf. Das ist total bekloppt. Aber ich kann das. So. Darum. Achso, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Ja, wir hatten genau in der letzten Folge haben wir nämlich das goldene Gear gefunden. Das goldene Zahnrad. Und haben das mit dem silbernen Zahnrad kombiniert. Ist ja logisch. Das ist das Einzige, was Sinn ergeben hat. Das haben wir gemacht. Und ich vermute, dass jetzt die Zahnung Dingsbums in die Zahnabstände jetzt so passen, dass wir das Ding da oben benutzen können im Clock Tower selbst und mal schauen, was uns das dann bringt. Und ich muss mal ganz kurz den Stream klein machen, weil ich den Chat nämlich noch sehe und der verwirrt mich gerade. Grüße, Kaniac. Grüße. Bei dir kann ich ja sicher sein, dass du das hier sehen wirst. Wenigstens einen, auf den man sich hier verlassen kann. So, also. Zahnrad rein. Jawoll. Und dann läuten die Glocken. Gut, wie sieht's aus? Was können wir hier jetzt mitnehmen, was uns in Zukunft, oder was heißt in Zukunft, gleich helfen wird? Ich würde das hier tatsächlich einpacken. Beziehungsweise. Moment. Wir haben sehr viel B-Pulver. zwölf davon. Die Magnum, ich weiß nicht, die Magnum. Lassen wir die Magnum erstmal hier und nehmen dafür den den Minenwerfer mit. Den möchte ich ganz gerne mal ausprobieren. Genau, der wird direkt mal equipped. Wie viel Ink Ribbons hatte ich noch? 3 Stück oder was? Da, 3. Ja gut, dann speichern wir auch nochmal. Was soll's, dann speichern wir auch nochmal. Dann kann auch nichts schief gehen. Sicher. Ich weiß auch, also ich frage mich tatsächlich auch gerade, wie weit wir gerade sind. Speicherung Nummer 16, Folge, was ist das? 13 hatte ich gesagt, ne? Folge 13 sind. Wie viele Folgen? Quatsch, wie viele Stunden? 4. 4,5. So rund 5,5 wird das Ding gerechnet. Also sagen wir mal 6 Stunden. Ja, dann sind wir kurz vor Ende, wa? Also was heißt kurz vor Ende? Aber wir sind relativ nah beim Ende. Und jetzt wird's aber laut hier. Und jetzt habe ich die Ink Ribbons mit. Das ist ziemlich doof. Egal. Vielleicht finde ich ja noch eine Kiste zwischendurch. So, also die Glocken läuten. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, dass der Heli landet. Oh, Katzi. You're saved. Alter, was sind das für Aufnahmen? Was geht? It's finally over. Huh? Huh? No. Ja, damit hättest du rechnen müssen. Also, dass das noch nicht vorbei ist. Wie geil, mit der Musik und alles. Schönes Ding. Stars. Wow. Close. Wow. I'm wounded. Jill. Carlos. Halt drauf, Alter. Nee, das ist kein Stars. Oh, Alter Schwede. Der Typ hat einen Furz im Hirn. Sag mal, bist du ein Pokémon oder was? Wow.
Aber Jill ist jetzt getroffen, oder was? Natürlich steht er noch auf. Ja, Stars. Ja, Ata. Fick dich, ich hab einen Minenwerfer. Alter, was er macht? Boah, er ist miese Sau. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist das vielleicht doch schon der Final Fight? Virus. Alter, sind das Minen oder Raketen? Was zum Teufel? Oh, jiggle nicht los, geht nicht. Was war das? Oh. Klick, klick! Nein, nein, falsche Richtung, war schon richtig so rum. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Das ist richtig scheiße. Was? Okay. Oh. Ja, down. Alright. Ha. Ja gut, okay, wir haben ja gerade gespeichert. Alles nicht so schlimm. Gehen ganz normal weiter. Ich würde sagen, Minenwerfer nicht so gut. Lasst uns den Granatwerfer nehmen. Mit Resident Evil. Mit der Munition, die ich habe. Ist ja nicht so wahnsinnig viel. Was habe ich denn? Ich habe Explosives und 16, ne? Machinery Room? 15, 16, ja. Da. Was wollte ich sagen? Genau, ich habe Explosives und Flammenmunition. Aber krass, sie ist infiziert. Oder sie wird infiziert. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wo ist da. Big Ribbons tauschen wir auch nochmal fix gegen die Flame Rounds. Sicher ist sicher. Die müsste ich dann da ja schon mit reinpacken können. Jawohl. So. Gut. Achso, und dann nehme ich mir doch nochmal was zum Heilen mit. Da. Dann habe ich zwei Portionen quasi zum Heilen. Rüsten wir das Ding noch aus. Und nächster Versuch. Cutscenes kann man jetzt ja glücklicherweise weg drücken. Wie geil mit der Musik. It's finally over. No, it's not. Ja, ja, Stars, deine Mutter. Okay, das kann man anscheinend nicht wegdrücken. Roar. Ja, Ata. Gut. Ich zeig mal wieder meine Ziel-Skills. Los. Natürlich ein bisschen scheiße. Dadurch, dass sie jetzt infiziert ist. Komm schon, wiggle dich los. Schaff's nicht mehr. Sehe ich natürlich überhaupt nicht. Wie ihr Zustand so generell ist, also weil sie sich anscheinend dann die ganze Zeit die Hüfte hält. Wo ist der Auto-Aim, wenn man ihn braucht? Alter, ich habe mich doch schon mal losgewiggelt, warum? Hm.
Ich wollte mich gerade heilen. Okay, jetzt will ich mich heilen. Steh doch auf, Mann! Frau, steh doch auf! Nein! Oh, bitte! Wieder down. Fuck! Das zieht sich ganz schön in die Länge. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn es vielleicht klappt. Vielleicht. Bis gleich. Er liegt. Ich glaube, er liegt. Er liegt. Carlos. Wir müssen hier weg, schnell. Carlos ist unconscious. Er ist bewusstlos. Ne? Perfekt. Okay, einmal heile ich mich noch. Einmal kann ich ja auch noch. Scheiße. Oh. Ja, ihr seht, ich habe ihm alle meine 6 Magnum-Schuss geschenkt. Oh, aber das scheint ihm noch nicht zu reichen. Alter, schneller kann man gar nicht drücken, als ich hier gerade drücke. Steh doch endlich auf, Mädchen. Klick, klick, klick macht's. Ich werd bekloppt. Oh. Oh. Er verzieht sich erstmal ins Feuer. Aus Sicherheitsgründen, um die Wunden zu schließen. Carlos! Oh. Was? Vielleicht doch schon der Final Fight? Also es fühlte sich jetzt danach an. Also ich würde sagen, ist okay, nehme ich. Das Problem ist ja nur, wir können ja nicht einfach so mitten in der Stadt hier jetzt irgendwie, das kann jetzt... Ah, okay. Hey, don't die on me. Don't you fucking die on me now, Mia. Jill! October 1st, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Das kann ich auch gerade nicht so ganz glauben. Das sind ja dann 3 Tage, oder was? Und vor allem, sie ist die ganze Zeit infiziert. Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. Don't let your dreams be dreams. Und jetzt bin ich als Carlos unterwegs. Wie geil. Ja gut, dann sind sie sich da auch noch treu geblieben. Wer hätte das gedacht? Bestimmt mit Prozentanzeige? Ja, dachte ich mir schon. Wir wechseln trotzdem erstmal auf die Pistolette. Mal gucken, was er in der Kiste hat. Ob ich dieselben Sachen in der Kiste habe wie mit Jill? Nee, nämlich nicht. Ich habe hier nur das Knife. Okay, gut, ich würde sagen, nach dem Kampf werde ich auf jeden Fall speichern. Das ist echt krass. 6 Magnum-Schuss und ein paar Granaten in den Körper rein, bevor das Viech umgekippt ist. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Tyrant. Aber dann war es tatsächlich noch nicht der Final Fight. Dann bin ich aber... Also dann bin ich jetzt wirklich gespannt, was jetzt am Ende kommt. Weil, ja, wenn ihr bis hierhin durchgesehen habt, wisst ihr ja vielleicht auch, also wenn ihr die vorigen Teile noch gesehen habt, es hat sich ja immer gesteigert. Es wurde ja immer krasser zum Ende. Oh, shit.
So viel dazu, dass die Chapel safe ist, ey. Das war, glaube ich, gut. Genau, es wurde ja immer krasser mit den Bossen auch am Ende. Beziehungsweise im ersten war es ja... gut, im ersten habe ich es ein bisschen verkackt. Boah, wie viele hier einfach sind. Okay, wir nehmen doch das Ding. Alter, wie ist die einfach nicht interessiert? Habe ich eine Map? Ja, aber die bringt mir gerade nicht so wahnsinnig viel. Na gut. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Soll ich ihr irgendwie Anti... also Gegenmittel besorgen oder was? Und wenn ja, woher? Ich raff's gerade nicht ganz. Oder soll ich die Glocke nochmal läuten? Ich meine, der Heli... Nee, geht ja gar nicht. Der Heli ist da ja reingeflogen. Soll ich hier davon was bringen? Wahrscheinlich nicht. Guck mal, nach oben kann ich gar nicht mehr. Okay. Das engt die Auswahl dementsprechend ein. Was ist hier mit den Spieluhren? Am Boden. Am Boden zerstört. Zu der komme ich gar nicht. Ha. Don't let your dreams be dreams. Just do it. Hunde. Ich höre sie doch schon am Geräusch. Ja, kleinen Drecksviecher. Ach, guck mal, hier war doch noch eine... Nee, war nicht. Warum sollten hier Hunde sein? Hier muss irgendwas... Hier. It's cracked and won't open, aber... Muss ich das Ding sprengen? Was? Wo guckst du hin? Zu den Hunden. There's nothing more. Someone has made a miserable mess. Ha, ich bin... Ja gut, wir haben einen Weg haben wir noch. Richtung... Glocken. Richtung Glocke. Die große... Glocke, aber warum sollte die jetzt aus dem Weg sein? Der Raum hinter den Spinnen, da war ja bei den Bildern, da war ja eine Glocke. Und die große Glocke, die brauchte extrem viel Kraft, um bewegt zu werden. Ich halte echt die Luft an, das ist echt... Aber wieso sind denn da schon wieder drei? Das kann doch gar nicht sein. Okay, gut, jetzt sind wir hier. Gut, also... Hier vielleicht... Ne, die Glocke ist auch da. Ich kann die bewegen. I can push it. Wieso ist Carlos jetzt so ultra stark, oder was? Carlos ist ja richtig gut. Alright. Ein Weg gefunden, wie es weitergehen kann. Das ist immer gut. Fortschritt ist immer gut. Ne? Fortschritt ist besser als Rückschritt und so, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Hi, guys. How are you doing? I guess hier need ich eine Keycard. Gehen wir mal upstairs. Raccoon Park. It's the main gate of Raccoon Park. It's locked. Alright. It's completely broken. So, Jungs, steht ihr da jetzt so, dass ich euch mal hier ein bisschen in die Luft jagen kann? Also mindestens zwei habe ich erwischt. Ich würde sogar sagen, zwei. It's locked with a simple lock. Ja, toll, ich habe keinen... Ich habe ich nicht. Das sieht aus wie ein Kartenlesegerät hier an der Seite. Egal.
Ding, 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 ding. Kann es sein, dass er gerade ein bisschen länger lädt für die Szenenwechsel? Oder kommt es dir so, nur so vor? Vielleicht wegen dem Regen, das kann sein. Guck mal da, schön blutigen Handabdruck. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat ein bisschen unterhalten. Wenn ja, wäre eine Bewertung sehr nett. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und Pause. Tschüss.